Die Aussagen, die da am vergangenen Dienstag getroffen worden sind, sind sehr schwer zu beurteilen. Es war ein Zeuge da aus der organisierten Kriminalität der 90er Jahre in Jena, ein richtiger Schwerkrimineller, der ein Jahrzehnt lang in diesem Bereich in Anführungszeichen tätig war, der im Drogenhandel, in Waffenhandel, in Prostitution verwickelt war, dafür auch fast 10 Jahre im Gefängnis gesessen ist, ein brachial auftretender Typ mit Tattoos und allem drum und dran, wie man sich das vorstellt aus dem Bilderbuch, und dem das offensichtlich sichtlich Spaß gemacht hat, da im Mittelpunkt des Interesses zu stehen, der sehr viel schwadroniert hat über diese Zeit und wie sie drauf waren und wie er mit seinem Lamborghini durch die Gegend gefahren ist und wie er sich, so hat er sich mehrfach ausgedrückt, Nutten genommen hat und so weiter. Also es war über weite Strecken tatsächlich fast ekelhaft, was der da vom Stapel gelassen hat. Die Frage, der man danach ging und weswegen er befragt wurde, er war damals Mitglied einer kriminellen Bande und die hatten offensichtlich, so zumindest hat er das gesagt, eine Zeit lang den Eindruck, sie müssten die rechte Szene bewaffnen in Jena und Umgebung oder in Thüringen, um sich gegen, so wie er sich ausdrückte, um sich gegen ausländische Banden, Albaner und Russen und weiß der Kuckuck wen noch, zur Wehr zu setzen. Also die auf ihrem Markt der organisierten Kriminalität zurückzudrängen. Das hat er sehr ausführlich ausgeführt, aber in Kombination mit all dem ganzen anderen Kram, den er da erzählt hat, also wirklich mit diesen ekelhaften OK, also organisierten Kriminalitätsgeschichten, ist es wirklich schwer zu sagen, inwieweit man das ernst nehmen kann, was er da gesagt hat. Dass allerdings in der Zeit Waffen leicht zu haben waren, unter anderem von der abziehenden sowjetischen Armee, ist bekannt, ist auch möglich, dass da Geschäfte stattgefunden haben. Allerdings, ob damit der Weg der Ceska 83, der Mordwaffe in 9 von 10 NSU-Mordtaten verändert werden kann, umgeschrieben werden muss, ist sehr unwahrscheinlich. Also das war schon ein sehr bizarrer Auftritt, aber ich denke nicht, dass er, um das mal ein bisschen juristisch zu wenden, zur Wahrheitsfindung entscheidend beigetragen hätte. Aber der Richter Götzl versucht anscheinend schon noch ein bisschen mehr aus dem Zeugen herauszuquetschen, da er wohl nochmal geladen werden soll. Ich habe da auch gelesen, dass der Zeuge dann in seiner Aussage auch ein bisschen vielleicht Angst bekommen hat, sich da zu verquatschen und dann einen Anwalt wählte. Wie kann man das bewerten? Naja, er hat an einem bestimmten Punkt gesagt, er wird keine Leute belasten, er wird keine Namen nennen, er wird keine Zusammenhänge preisgeben, mit denen er sich unter Umständen selbst belasten könnte. Und dem hat auch die Bundesanwaltschaft zugestimmt. Jetzt muss er nochmal kommen mit einem Zeugenbeistand. Ob dabei allerdings mehr herauskommt als das, was ich gerade geschildert habe, ist ebenfalls fraglich. Es geht vor allen Dingen gar nicht so sehr um ihn als Person, sondern um seine zwei Bandenchefs, die am Tag drauf vergangene Woche geladen waren, dann aber nochmal abgeladen wurden, weil erst dieser Zeuge zu Ende gehört werden muss und dann erst die beiden Bandenchefs vernommen werden sollen. Es ist fraglich. Der Richter Götzl muss dem nachgehen, weil es unter anderem ein Antrag der Verteidigung Wohlleben ist, die natürlich ein Interesse daran hat, nachzuweisen, dass es nicht erwiesen sei, so deren Verteidigungsstrategie, dass die Waffe, die Ralf Wohlleben hat besorgen lassen über Carsten Schulze, einen weiteren Angeklagten, dass diese Waffe tatsächlich die Ceska 83, die Mordwaffe gewesen ist. Dem muss Götzl nachgehen, damit er seiner Sorgfaltspflicht nachkommt und er keine Revisionsgründe schafft. Jetzt sitzt da so ein Schwerkrimineller und redet sich um Kopf und Kragen, so kann man sagen, und ist dann im entscheidenden Moment doch noch auf die Idee gekommen, sich auf den Paragraph 55 zu berufen, nämlich das Aussageverweigerungsrecht, wenn man Gefahr läuft, sich selbst zu belasten. Und mit diesem Paragraphen oder mit diesem Problem umzugehen, wird ihm jetzt bei einer nächsten Vernehmung ein Zeugenbeistand zur Seite gestellt. Wir werden sehen, was dann dabei herauskommt. Du hast ja gerade schon die Verteidigung von Ralf Wohlleben, also dem Mitangeklagten im NSU-Prozess, angesprochen. Und die hat ja vergangenen Mittwoch erneut einen Befangenheitsantrag gegen das Gericht gestellt. Das ist jetzt damit auch schon der 11. Befangenheitsantrag, unter anderem gegen Richter Götzl. Und da lautet wohl der Vorwurf, das Gericht habe ja insgeheim schon sein Urteil gefällt, sei deshalb nicht mehr unbefangen und müsse abtreten. Also so wie man das schon immer wieder liest, sollte nun das durchgehen, was
wäre dann der Fall? Oder wie ist denn dieser Befangenheitsantrag zu bewerten aus deiner Sicht? Ja, also zweierlei. Zum einen kann man sagen, dass diese Vielzahl und jetzt die verstärkte Stellen dieser Befangenheitsanträge eher darauf hindeutet, dass die Verteidigung ihre Fälle wegschwimmen sieht. Das heißt also, ich würde sagen, sie merken, okay, trotz der Aussagen der beiden Angeklagten Wohlleben und Schäpe wendet sich das Blatt nicht wirklich. Diese Aussagen haben keine Veränderung in der Marschrichtung des Gerichts verursacht. Sie merken, die Verurteilung scheint sich aus der Beweisaufnahme ganz klar des Gerichts, also über fast 3 Jahre, nun herauszukristallisieren, und es sieht nicht gut aus für die Angeklagten. Und insofern versuchen sie mit allen Mitteln, erstens den Prozess immer noch zum Platzen zu bringen durch solche Befangenheitsanträge, aber eben auch Revisionsgründe zu schaffen. Das heißt also, Gründe oder Fehler des Gerichts herauszuarbeiten. Jetzt muss man zu dem aktuellen Befangenheitsantrag sagen, dass das Gericht der Verteidigung Wohlleben tatsächlich eine Steilvorlage hingelegt hat, indem sie in einem Ablehnungsbeschluss eines Antrages eine wirklich unglückliche Formulierung drin haben, die so klang, als hätte das Gericht seine Meinung bereits feststehend. Das heißt also, die Formulierung lautete, es gehe um begangene Straftaten der Angeklagten. Und dieses begangene Straftaten der Angeklagten heißt ja, sie haben sie tatsächlich begangen. Das Gericht muss allerdings bis zur Verkündung des Urteils bei der Unschuldsvermutung bleiben und muss jede Formulierung immer mit mutmaßlich oder angeklagt umschreiben. Das heißt, sie müssten korrekterweise sagen, die angeklagten Straftaten oder die mutmaßlichen Straftaten der Angeklagten, bla bla bla, in welchem Zusammenhang auch immer. Und wenn sie das nicht machen, dann kommt das einer Vorverurteilung nahe, und genau da ist natürlich der findige Verteidiger von Wohlleben, Klemke, reingegrätscht und hat einen Befangenheitsantrag gestellt. Allerdings wird in diesem Passus, wo diese unglückliche Formulierung drinsteht, aus dem Zusammenhang klar, dass das Gericht nach wie vor von mutmaßlichen oder eben in diesem Verfahren angeklagten Straftaten ausgeht. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber diese Details, in denen der Teufel steckt, sind oft Revisionsgründe für Urteile, die ergangen sind. Das heißt also, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und wir gehen aber dennoch davon aus, dass der diesen Befangenheitsantrag entscheidende andere Senat den Befangenheitsantrag zurückweisen wird, der sich übrigens gegen den ganzen Senat richtet. Das heißt, wenn der andere Senat, es muss ja dann immer eine andere Kammer über diese Befangenheitsanträge entscheiden, wenn die jetzt diese Woche keine Zeit finden, die Stellungnahmen einzuholen und eine entsprechende Beurteilung des Befangenheitsantrages zusammenzubekommen, dann werden auch Prozesstage diese Woche wieder ausfallen. Und das ist eigentlich das, was die Befangenheitsanträge so ärgerlich macht, dass wir einfach, wir in Anführungszeichen, nicht weiterkommen. Wir stehen auf der Stelle. Die Ladungspolitik des Vorsitzenden Richters ist auch so, dass regelmäßig nur halbe Tage verhandelt wird. Ich denke da an den Anfang des Prozesses, da ist zum Teil bis in die Abendstunden sind Zeugen vernommen worden, ist verhandelt worden. Im Moment ist es so, dass halbe Tage die Regel sind, also Mittag 13 Uhr oder sowas ist man fertig. Das ist für Leute, die wirklich weit angereist sind, Prozessbeteiligte, Anwälte und Anwältinnen, die aus Kiel, aus Hamburg, Köln, Stuttgart, Berlin anreisen, ist das einfach eine unglaubliche Belastung, und natürlich auch für Leute wie mich, die den Prozess beobachten und dann regelmäßig eigentlich, ja, ab Mittag im Regen stehen, könnte man so sagen. Also all diese Aspekte mit den Befangenheitsanträgen sind sehr ärgerlich. Andererseits ist es das Mittel der Verteidigung. Es ist ihr Job, solche Anträge zu stellen. Und wenn sich das Gericht noch dazu so ungeschickt anstellt, wie jetzt bei diesem letzten Fall, dann sind sie auch berechtigt, die Befangenheitsanträge. Also darüber möchte man jetzt nicht nur negativ urteilen. Es ist einfach das Recht der Angeklagten, hier Befangenheitsanträge durch ihre Rechtsvertreter stellen zu lassen. Und wenn du sagst, dass es noch so viel gibt, was aufgearbeitet werden muss, Zeugen, die angehört werden müssen im Gericht, eigentlich wurde ja mal gesagt, bis Sommer soll der NSU-Prozess beendet sein. Das wird da wohl eher schwierig. Was steht denn jetzt alles noch an und vor allem in dieser Woche an? Also mit Prognosen würde ich mich inzwischen sehr zurückhalten. Ende vergangenen Jahres, noch vor den Aussagen von Schäpe und Wohlleben, hätte ich gesagt, ja, also wir sind in der Zielgeraden, wir sind kurz vor Abschluss der Beweisaufnahme. Dann kamen die Aussagen. Dann
kamen die Befangenheitsanträge. Dann kam dies und dann kam dit und det. Und insofern ist es echt schwierig zu sagen, ob die Beweisaufnahme in absehbarer Zeit abgeschlossen wird. Im Moment ist es so, es ist bis September dieses Jahres terminiert. Das heißt also, das Gericht hat sich Termine in unserem, in Anführungszeichen, A101, dem Saal im Strafjustizzentrum in München, reserviert. Bis dahin kann jetzt erstmal verhandelt werden. Er hat noch nicht neue Termine bis zum Ende des Jahres reserviert. Also haben wir die Hoffnung, dass tatsächlich vielleicht in den nächsten 2 Monaten die Beweisaufnahme beendet werden kann. Das bedeutet aber, dass dann danach erst eine sehr lange Phase, so vermuten wir, von Plädoyers kommen wird. Das heißt also, alle Prozessbeteiligten, die dazu berechtigt sind, dürfen dann zu der Verurteilung oder zu der Schuld- und Straffrage Stellung nehmen und ihre, sagen wir mal, Vorstellungen vorstellen. Ja, was steht als nächstes an? Es sind offensichtlich ja doch immer noch Banküberfälle zu verhandeln. Vergangene Woche war es einer in Zwickau, wo es im Jahr 2006 um einen äußerst brutalen Banküberfall ging, wo ein junger Auszubildender auch durch einen Bauchschuss schwer verletzt worden ist. Diese betroffenen Bankangestellten waren vergangene Woche als Zeugen zu hören. Das war auch wieder sehr, sehr erschütternd, muss man wirklich sagen. Also eine der Bankangestellten brach im Gericht in Tränen aus, weil sie quasi durch diese Zeugenbefragung eine Art Retraumatisierung erlebt hat. Das Vorgehen von dem Bankräuber, mutmaßlich Uwe Böhnhardt, war wahnsinnig brutal. Er ist also reinmarschiert und hat einer Bankangestellten so einen Tischventilator auf den Kopf gehauen und rumgeschrien und rumgebrüllt. Und dann hat dieser junge Auszubildende, der gerade so mit seiner Ausbildung fertig zu werden beabsichtigte, hat versucht, ihn zu entwaffnen von hinten, und da hat sich der Täter umgedreht und ihm einen Bauchschuss verpasst. Der heute nicht mehr ganz junge Mann war als Zeuge zu hören, der hat das so ein bisschen bagatellisiert, aber als dann klar wurde, dass es ein Bauchdurchschuss war, der die Wirbelsäule gestreift hat, ihm musste die Milz entfernt werden, also es war ein lebensgefährlicher, also der Gerichtsgutachter ist dazu noch nicht gehört worden, aber es war doch offensichtlich ein lebensgefährlicher Schuss, und das muss natürlich auch alles verhandelt werden. Auch diese Opfer des NSU brauchen natürlich ihren Platz in der Aufarbeitung der NSU-Verbrechen. Und insofern ist es auch wichtig, dass die jetzt noch zu Wort kommen, dass das noch abgearbeitet wird. Immerhin handelt es sich ums versuchten Mord. Und ja, das steht diese Woche auch wieder an. Es stehen, wenn es denn mit den Umladungen funktioniert hat, immer noch die beiden Bandenchefs und ihre rechte Hand, der Mann aus der organisierten Kriminalität, der vergangene Woche gehört wurde. Und es sind noch eine ganze Menge, wie soll ich mal sagen, Dokumente, Akten, Asservaten und abzuarbeiten. Das heißt also, da stecken schon noch 1-2 Monate Beweisaufnahme drin. Es ist schwer, das einzuschätzen, aber das sind die Dinge, die jetzt in nächster Zeit verhandelt werden.